und Herrn Christian Felber, der ja sicher in Österreich und auch international schon sehr bekannt ist, hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Kurz zur Vorstellung, viele werden ihn ohnehin kennen. Herr Felber arbeitet unter anderem, würde ich mal sagen, als Lektor an der Wirtschaftsuniversität. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und ist Referent auch zu sehr vielen sehr wichtigen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen. Er ist, was mich sehr freut, Gründungsmitglied von ATTAC Österreich und ist derzeit auch der Sprecher dieser Organisation, die hoffentlich also auch in einiges zu bewegen vermag, wovon ich überzeugt bin. Ja. Herr Felber hat schon einige Bücher veröffentlicht, darunter die Gemeinwohlökonomie. Es gibt hier auch hinter mir eben ein Roll-up, das auf diese Gemeinwohlökonomie, auf dieses Wirtschaftsmodell verweist. Er hat auch andere Bücher wie Kooperation und statt Konkurrenz oder Retten wir den Euro verfasst, die also, würde ich mal sagen, für eine neue wirtschaftspolitische Ordnung eintreten. Heute wird er hier sein neues Buch bei Schollner erschienen Geld erst präsentieren. Freuen wir uns darauf. Ich denke, wir werden tolle Informationen erhalten. Also ich sage immer, Money, Money, must be funny, haben die ABBA in den 70er Jahren gesungen. Heute singen es viele Kapitalisten noch immer gerne. Ja. Der Spaß ist halt daran nur ganz wenigen Leuten vorbehalten. Und ich denke, daher ist es auch notwendig, dass sich in diesen Bereichen etwas tut. Welche Schritte es für eine neuere, fairere, demokratischere Geldordnung gibt, da darüber hören Sie jetzt sicher von viel kompetenterer Seite. Bitte, Herr Felber. Dankeschön. Ah ja, meine Damen und Herren, hier sind noch zwei Sitzplätze, glaube ich, frei. Wenn jemand nach vorne kommen will und sich setzen möchte, da wäre noch was möglich oder ein Platz auf jeden Fall. Ja? So. Ja, vielen Dank für die Einladung in die Buchhandlung hierher. Ich habe mich entschieden, stehen zu bleiben, damit ich wenigstens die Mehrheit von Ihnen sehen kann, weil sonst würde ich nur die erste und die zweite Reihe sehen und das fände ich ein bisschen schade. Genau. Ja, möchte mich noch bedanken bei meinem mittlerweile Stammverlag, dem Wiener Deutige Verlag, die Bettina Wörger, der vertritt ihn hier heute, für die wirklich schon sehr, sehr eingeübte Zusammenarbeit. Ja, es macht einfach Freude und jedes Buch ist eine zusätzliche Freude in dieser Reihe, die wir schon gemeinsam gemacht haben. Ja, ich darf hier heute den Vorschlag einer möglichen alternativen, demokratisch gestalteten Geldordnung vorstellen, heraus aus einem eminent demokratischen Impuls. Ich spreche hier an erster Stelle als Citoyen, als bewusstes, selbstbewusstes Mitglied eines demokratischen Gemeinwesens, das ja den Anspruch hat, möglichst gute, gerechte Regeln für das Zusammenleben zu erstellen. Und ich denke, derzeit gibt es wahrscheinlich gar niemanden, die oder der sagen würde, die Geldordnung, so wie sie jetzt besteht, ist im Großen und Ganzen sehr funktional und dient uns dem demokratischen Gemeinwesen, dient uns einer florierenden Wirtschaft und dient dem guten Leben oder dem Gemeinwohl. Ich kenne da weit und breit keine Anwältin und keinen Anwalt, der das grosso modo so sagen würde. Andererseits gibt es eine Unzahl von geldkritischen Büchern, die aber nur in Summe ein sehr breites Bild abgeben, aber kein gemeinsames Bild abgeben. Die einen sehen den Staatsbankrott kommen, die anderen kritisieren den Zinseszinsmechanismus, die dritten schlagen eine Alternative vor, sei das das bedingungslose Grundeinkommen, sei das Regionalgeld oder Bitcoins. Aber die Kritik überwiegt und ist sehr, sehr umfassend. Und die Alternativen sind zersplittert. Und mir ist derzeit kaum ein Buch, das ein bisschen eine größere Verbreitung genießt, bekannt, das versucht, die Geldordnung als Ganze zu betrachten und auch gleichzeitig einen Verfahrensvorschlag zu entwickeln, wie es denn zu einer anderen, zu einer funktionaleren, aber was heißt denn funktional in Bezug auf die Geldordnung? Eine Geldordnung, die an allererster Stelle demokratischer zustande kommt, die
stabiler ist, die gerechter ist, die nachhaltiger ist, die ethischer ist. Man muss wie immer die Werte voranstellen, nach denen man ein Instrument ausgestalten möchte. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass ich die Wirtschaft als Ganze, als Instrument betrachte, als Werkzeug für die demokratische Gemeinschaft und für das gute Leben. Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sie soll uns dienen und das Geld sollte ein Mittel des Wirtschaftens sein und ist von daher ein Instrument zweiter Ordnung. Die Wirtschaft ist Mittel und das Geld ist ein Mittel des Wirtschaftens und von daher sollten wir ihm seine Rolle ganz genau vorgeben. Wir, die demokratische Gemeinschaft, der demokratische Souverän, und davon kann ich derzeit weit und breit nichts erkennen. Das Geld beherrscht unser Denken, das Geld beherrscht unser Handeln, das Geld behindert unsere Freiheit und so bin ich als selbstbewusster demokratischer Citoyen multiple beleidigt von der gegenwärtigen Geldordnung. Ich möchte mir das nicht länger gefallen lassen, dass wir da einfach so wenig Energie in die Umgestaltung der Geldordnung investieren. Es gibt ganze Elite- und Talenteschmieden, die Hedgefondsmanagerinnen und ähnliche einzelinteressenorientierte Berufsbilder hervorbringen, die versuchen, den eigenen Nutzen innerhalb einer dysfunktionalen Ordnung zu maximieren. Aber wo sind die Talenteschmieden, wo sind die Eliteeinrichtungen oder wo sind die Volkshochschulen, in denen wir uns ein gemeinsames Basiswissen über die Geldordnung und aber dann natürlich auch gleichzeitig neue demokratische Wege und Instrumente erschaffen, selbst als demokratischer Souverän. Wir sind die höchste Instanz, die zu einer dem Leben und uns allen dienlicheren Geldordnung führen. Das hat mich primär bewegt, dieses Buch hier zu verfassen. Nicht an erster Stelle die Billionen, die in die Bankenrettung schon geflossen sind, die gefallen mir natürlich auch nicht, aber zum einen denke ich schon sehr viel länger über die Wirtschafts- und Geldordnung nach und zum anderen gab es schon vor der 2008er Krise so schwere Finanzkrisen, die durch eine dysfunktionale Geldordnung ausgelöst wurden. Ein einziger Aspekt, den ich da herausgreifen möchte aus meiner persönlichen Biografie. Ich habe in der 2000 Attac Österreich mitgegründet aufgrund einer vorangegangenen Krise 1998, die zwar in Europa nicht so schwer war oder an manchen vielleicht vollkommen unbemerkt vorübergegangen ist, aber die ganz Südostasien, wo mehr Menschen leben als in Europa, in eine viel tiefere Rezession hineingerissen hat als die 2008er Krise Europa. Also der Satz, 2008 war die schwerste Krise der Finanzmärkte seit der großen Depression der 1930er Jahre, stimmt schon allein aufgrund dieser Krise für die südostasiatischen Länder. Indonesien ist um 14% geschrumpft, 1998 nicht. Und deshalb denke ich schon mit Attac sehr viel länger über eine uns allen dienlichere Geldordnung nach. Ich bin noch einer von vielen Sprechern und Sprecherinnen bei Attac. Das ist die einzige winzige Präzisierung meiner gegenwärtigen Arbeit, aber 95% meiner politischen Kreativität und Arbeit fließen derzeit in den Aufbau der internationalen Gemeinwohlökonomie und in das Bankgründungsprojekt Bank für Gemeinwohl, wo Sie herzlich eingeladen sind, schon jetzt Ihren Beitrag zu leisten und wo wir eine ganze Reihe von aktiven Mitgliedern hier auch zur Verfügung stehen, dann im Gespräch Sie erstens genauer zu informieren und zweitens über Möglichkeiten der Unterstützung, diese Alternative jetzt in die Welt zu bringen, informieren. Ja, was läuft schief an der gegenwärtigen Geldordnung? Ich glaube, das erspare ich Ihnen, weil das ist jetzt nicht so von primärem Interesse. Ich habe im Wesentlichen aufgezählt, von instabil über ungerecht bis unethisch und das alles, weil undemokratisch. Und das hier ist schon noch ein spannender Anknüpfungspunkt, weil wer sollte denn eine bessere, wie auch immer verstandene, bessere Geldordnung erschaffen? Und das hier sind die Rahmenkapitel des Buches. Das Buch macht zu 12 Fundamentalbausteinen der Geldordnung eine inhaltliche Alternativendiskussion und natürlich gebe ich meine Präferenz auch, lege ich offen, aber ich will mir gar nicht anmaßen, dass hier eine bestimmte Forderung aufzustellen, sondern das Ziel des Buches hier ist, eine inhaltliche Alternativendiskussion zu befördern und aber dann vor allem einen demokratischen Prozess für die Entscheidung zu skizzieren.
Und hier möchte ich einmal mehr bekennen öffentlich, dass ich nicht mehr glaube, dass die gegebenen demokratischen Institutionen in der Lage sind, uns eine zweck- und lebensdienlichere Weltordnung zu bescheren. Also ich erwarte nicht mehr, dass weder das österreichische Parlament noch das Europäische Parlament und schon gar nicht der Internationale Währungsfonds, die G20 oder eine andere internationale Organisation uns eine ethische und demokratische Geldordnung unter dem Christbaum von politischen Parlamentswahlen legen werden. Diesen Glauben habe ich verloren, ist aber aus meiner Sicht nicht sehr besonders tragisch, weil die Demokratie an sich in Österreich und in Deutschland ein relativ junges Gut ist. Es ist noch keine 100 Jahre gereift. Und ich denke, für die ersten 100 Jahre, wenn auch mit Unterbrechung, die wir sie genossen haben, war sie ein wertvoller Evolutionsschritt in immer freieren Gesellschaften, hoffentlich. Aber jetzt braucht es einen nächsten Schritt in der Entwicklung der Demokratie, damit wir eben nicht mehr abhängig sind, dass die wir alle 5 Jahre einmal wählen, nämlich eine Partei, dann in einer uns dadurch noch nicht bekannten Konstellation in der Regierung und im Parlament dafür sorgen, dass in Österreich, in der EU gleichzeitig, da gibt es noch die Europaparlamentswahlen mit den gleichen oder ähnlichen Parteien, oder gar in den internationalen Organisationen, wo wiederum nur die Regierungen vertreten sind, das tun, was wir uns wünschen. Diese Hoffnung ist nicht vollkommen unbegründet und haltlos, aber sie ist sehr schwach begründet und weitgehend haltlos. Und dafür gibt es eine sehr lange Reihe von Beispielen. Wenn man den demokratischen Souverän befragen würde, soll es systemrelevante Banken geben? Sollen systemrelevante Banken Finanzkredite vergeben werden dürfen? Sollen systemrelevante Banken, wenn sie insolvent werden, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und nicht mit dem Geld der Eigentümerinnen gerettet werden? Sollen systemrelevante Banken, nachdem sie mit Steuergeld gerettet wurden, weiterhin ihre Filialen in Steueroasen unterhalten und der Kapitalverkehr in Steueroasen frei sein dürfen? Sollen systemrelevanten Banken, nachdem sie mit Steuergeld anstatt dem Geld der Eigentümer gerettet wurden, weiterhin in gleicher Größe oder noch größerer Größe am Leben erhalten und durch eine europäische Bankenunion sogar jetzt auch noch solidarisch ernährt werden, im Notfall sogar jetzt gesetzlich vorgeschrieben mit Steuergeld, mit nationalem und europäischem Steuergeld, soll die Steueroasen, habe ich schon erwähnt, soll der Kapitalverkehr in Steueroasen vollkommen frei sein? Ich glaube, ich könnte noch viele weitere Fragen stellen. In einer direkten Entscheidung würde kein Souverän der Welt, und damit meine ich die Summe der wahlberechtigten Bevölkerung in jedem demokratischen Staat, würde keine dieser Entscheidungen, die aber von Parlamenten oder internationalen Organisationen getroffen wurden, würden hier von der Bevölkerung so entschieden werden. Und das sind viele Hinweise, dass die derzeitige Demokratie nicht mehr funktional ist. Und wie gesagt, glaube ich nicht, dass auf dem Wege der derzeitigen demokratischen Institutionen sich hier eine maßgebliche Besserung zeigen wird. Kennen Sie die Regierung oder das Parlament, die eine alternative Geldordnung auch nur diskutiert, so als alternative Geldordnung? Reformen am Finanzmarkt, ja natürlich, aber eine alternative Geldordnung, eine alternative Wirtschaftsordnung, diese Diskussion gibt es in den derzeitigen Institutionen nicht. Und deshalb würde ich hier das Feld für uns alle eröffnen, nämlich zumindest für die, die hier ein Interesse haben, die hier einen Freiheitswillen haben und die hier Kreativität an den Tag legen wollen. Und die Einladung ist nach dem Vorbild der Gemeinwohlökonomie, dass wir uns in unserer Lebensgemeinde versammeln, dort wo wir wohnen. Dort sind wir auch Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen und dort mit den interessierten Menschen uns über die Fundamente, nämlich die Schlüsselfragen und die ethischen Fundamente der Wirtschaftsordnung und der Geldordnung austauschen und hier auch nicht nur diskutieren, sondern auch Vorentscheidungen treffen. Und mit diesen Vorentscheidungen dann Menschen aus unserer Mitte entweder delegieren an dann den zuständigen und auch verfassungsmäßig einsetzbaren Bundeswirtschaftskonvent oder Bundesgeldkonvent, später ist auch ein europäischer Wirtschaftskonvent denkbar, die dann auch nicht für uns entscheiden, so wie wir es gewöhnt sind, von bisherigen undemokratischen Konventen und die dann auch das Endergebnis nicht unserer Vertretung vorlegen, sondern die das Endergebnis uns vorlegen, dem demokratischen Souverän. Ich habe Politikwissenschaft studiert, aber weder habe ich im Verlauf meines Studiums erfahren, wie denn eine fortgeschrittenere Demokratie als die heutige eine tiefere
eine direktere, eine partizipativere Demokratie, eine echtere Demokratie als die heutige aussehen könnte. Dazu gab es überhaupt keine Lehrveranstaltung und ich wurde nicht einmal aufgeklärt, was denn das Wort Souveränität in seiner lateinischen Wurzel bedeutet. Obwohl doch die Souveränität die Essenz, der Kern der Demokratie ausmacht. Es kommt von einem lateinischen Wortstamm Superanus und heißt über allem stehend. Und in der Demokratie stehen wir, die Bevölkerung, über allem. Und das heißt, dass die Bevölkerung über der Verfassung steht. Die Verfassung bindet das Parlament. Ja, wenn das Parlament ein Gesetz macht, was gegen die Verfassung verstößt, sagt der Verfassungsgericht, nein, darfst du nicht beschließen, dieses Gesetz. Und das Parlament kann die Regierung binden. Also das ist eine völlig legitime, saubere, demokratische Hierarchie. Der Souverän steht über der Verfassung, steht über dem Parlament, steht über der Regierung. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt des gesamten demokratischen Institutionengefüges, aber es ist doch der Kern dessen, was Souveränität meint und wo wir aber noch nicht hingekommen sind, wo wir noch nicht angekommen sind. Wir sind noch nicht souverän. Wir haben außer dem Recht auf freie und allgemeine Wahlen, und da sind auch schon wieder einige ausgeschlossen, haben wir noch keine weiteren souveränen Grundrechte, wie zum Beispiel eine Regierung abwählen, eine Regierungskonstellation bestellen, selbst ein Gesetz auf Schiene bringen und beschließen, die Verfassung aus eigener Initiative verändern, einen Grundversorgungsbereich unter eigene Regie nehmen, wie zum Beispiel die Trinkwasserversorgung, wie zum Beispiel die Energieversorgung, wie zum Beispiel die Geldversorgung oder überhaupt eben einen vollständigen Verfassungsprozess in Gang setzen zur Neuverfassung der Verfassung. Das könnten wir dann zum Beispiel am 100. Geburtstag der österreichischen Bundesverfassung 2018, 19, ja, ich glaube 19 ist sie dann in Kraft getreten. Darum habe ich kurz nachgedacht, ob es 2018 oder 2019 ist. 2020 ist sie in Kraft getreten. Dann haben wir noch ein Jahr länger Zeit. Also wenn wir jetzt schon langsam die demokratischen Initiativen der Zivilgesellschaft nähren und unterstützen, haben wir bis 2020 vielleicht die Chance, am 100. Geburtstag des Inkrafttretens der ersten Verfassung von Hans Kelsen, tatsächlich zu einer ersten demokratischen Verfassung. Die von wem? Nicht von Hans Kelsen, nicht von der Verfassungsversammlung, nicht vom Parlament, sondern vom Souverän geschrieben wurde und jedenfalls dann aber in der finalen Abstimmung angenommen wurde. Und zu diesem Prozess werde ich auch noch einiges anmerken. Das war schon eine etwas längerfristige Vision. Wir müssen ja nicht gleich mit der ganzen Verfassung beginnen, obwohl ich da auch gar nichts dagegen hätte. Aber vielleicht wäre es gerade deshalb eine didaktische Portionenübung mit einem Teil der grundlegenden Spielregeln des demokratischen Gemeinwesens zu beginnen. Und ein Teil wäre eben die Wirtschaftsordnung oder ein noch kleinerer Teil wäre die Geldordnung. Ob wir eine alternative Wirtschaftsordnung brauchen, diese Frage hat eine repräsentative und auch wiederholte Umfrage der Bertelsmann Stiftung in Deutschland und in Österreich erhoben. Und die Antwort war bei der ersten Umfrage 88% Ja in Deutschland und 90% Ja in Österreich. Wir brauchen eine andere Wirtschaftsordnung. Also der Bedarf in der Bevölkerung ist wenigstens demoskopisch von unverdächtiger Seite erhoben. Der Bedarf nach einer anderen Geldordnung als der gegenwärtigen ist meines Wissens nicht erhoben, bewegt sich aber, darauf gehe jede Wette ein, zwischen 90% und 100%. Und darum wäre es vielleicht sogar eine noch etwas niedrigere Schwelle, mit dem ersten dezentralen Geldkonvent zu beginnen und nicht gleich mit einem ganzen Wirtschaftskonvent, der zwar etwas groß anmutet, was die Themenstellung betrifft, aber ich kann es nicht oft wiederholen, die Wahl einer Partei ist die größtmögliche Zusammenballung von Themenstellungen, die es überhaupt gibt, nämlich alle. Ich muss am Tag der Parteiwahl muss ich alle Themen, egal was für mich relevant, wichtig und von Interesse ist, muss ich alle Fragen beantworten, indem ich eine Partei wähle. Und das ist schon auch eine Form von Demokratie, aber es ist die unintelligenteste und die ineffektivste, Verzeihung, Form von Demokratie, die uns einfallen konnte. Aber dürfen uns wieder nicht vorwerfen, das war halt der Beginn und jetzt geht es weiter in Richtung einer intelligenteren und effektiveren Demokratie. Und wo könnten wir beginnen? Bei den kleinsten politischen Einheiten in den Gemeinden. Und deshalb ist eben der Prozessvorschlag, der im Buch in den Rahmenkapiteln beschrieben ist, der kommunale Geldkonvent. Und der kommunale Geldkonvent, der kann in Obergurgl, das ist glaube ich der höchstgelegene Gemeinde Österreichs in Tirol, beginnen, der kann in Neusiedl am See beginnen, der kann in Matsee beginnen, der kann in Wien beginnen. In jeder einzelnen Gemeinde, je nachdem wo sie leben, können sie hier den Impuls setzen, als ebenfalls freie Citoyenne oder freier Citoyen
und können hier gemeinsam mit anderen diesen Prozess in die Wege leiten. Gute Nachricht, es gibt schon eine ganze Reihe von Gemeinden in Österreich, die Interesse haben, zu einer Gemeinwohlgemeinde zu werden. Und Teil der Figur der Gemeinwohlgemeinde ist, dass die Gemeinde den Prozess eines kommunalen Wirtschaftskonvents unterstützt. Und ich denke, es wird viele Gemeinden geben, die das machen wollen und werden. Aber vielleicht gibt es noch mehr Gemeinden, die Interesse haben, einen kommunalen Geldkonvent zu initiieren. Und damit so ein kommunaler Geldkonvent zumindest die Vorstellung eines inhaltlichen Leitfadens hat, welche Fragen könnten denn dort verhandelt und vorentschieden werden, man kann sie auch entscheiden, nur haben sie dann keine Gültigkeit, aber man kann sie vorentscheiden, damit dann ein späterer Konvent auf höherer Ebene auch die Kompetenz hat, diese Fragen zu behandeln, habe ich in dem Buch mich auf 12 Fundamentalbausteine der Geldordnung beschränkt und zu diesen 12 Fundamentalbausteinen im Durchschnitt 4 Fragen entwickelt, was schon ein ziemlich ehrgeiziges Programm von ungefähr 48 Fragestellungen ist. Aber man muss ja nicht alle 48 stellen, man kann ja vielleicht auch mit 10 Fragen beginnen oder mit 20. Und die Idee ist, dass diese Fragen innerhalb von einem Jahr in periodischen Treffen von der Gemeindebevölkerung oder von einem Teil der Gemeindebevölkerung diskutiert und dann vorentschieden werden. Jetzt kommt der inhaltliche Teil. Und der inhaltliche Teil betrifft alle wesentlichen Stationen des Geldsystems, von der Gelderschaffung, von der Geldschöpfung, von der Geldausgabe über die Zentralbanken und ihre Aufgabe, ihr Verhältnis zu den Geschäftsbanken und die Orientierung der Geschäftsbanken, den Akt der Kreditvergabe und die, aus meiner Sicht vielleicht sogar das wichtigste Kapitel des Buches, wie könnte die Kreditvergabe neu gesteuert werden, sodass der Kredit zu einem Instrument für ein demokratisches Gemeinwesen, für die reale, bedürfnisbefriedigende Wirtschaft, für eine nachhaltige Entwicklung und für die Maximierung des Gemeinwohls werde. Nach dem Kredit die gesamte Frage der Regulierung der Finanzmärkte über Finanzaufsichten, dann schon die Frage der Kapitaleinkommen. Die Zinskritik ist ein Ausschnitt aus der Kritik an Kapitaleinkommen in ihrer Vielgestaltigkeit. Da geht es genauso um Dividenden zum Beispiel oder Kursgewinne. Dann damit eng verknüpft die Frage unserer Pensionen. Wenn es keine Kapitaleinkommen mehr gibt, ja, wer zahlt dann unsere Pension? In Österreich ist die Frage nicht ganz so bange, weil wir haben noch einen relativ starken Generationenvertrag und ein noch relativ gut funktionierendes öffentliches Umlageverfahren im Pensionssystem, aber in vielen anderen Ländern ist die generelle Altersarmut bei über 50% der Bevölkerung bereits eingetreten, selbst wenn sie schon andere Erfahrungen kannten. Dann geht es nochmal zur Frage des Vermögens und der Vermögensaneignung. Wie legitim ist es, dass ich mir ein Privatvermögen in jeder Größe aneigne? Wird der 1 Million und erste Euro genau gleich streng verfassungsmäßig geschützt wie der erste? Wird der 1 Milliarde und erste Euro im Privateigentum genau gleich streng geschützt wie der erste? Wird der 1 Billion und erste Euro genau gleich streng geschützt wie der erste? Derzeit ist weltweit ein Vermögen von ungefähr 200 Billionen Euro bekannt. Wenn das eine Person besitzen würde, würde dann die Verfassung des betreffenden Staates diesen 2 Billionsten Euro genau gleich streng schützen wie den ersten, selbst wenn alle anderen Menschen keinen Euro mehr hätten. Ich behandle hier die Frage der Begrenzung der Eigentumsfreiheit aus einer liberalen Perspektive, sage ich rasch hinzu. Das wird vielleicht im Gespräch noch rückgefragt werden. Und dann kommen wir noch über das Steuerthema, das ich natürlich nur unter ein paar ganz spezifischen Aspekten, die mir in Bezug auf die Geldordnung wichtig erscheinen, beleuchte zur Schlussfrage der Währungsordnung, wo wir derzeit alle noch immer die Dollarhegemonie, nämlich den US-Dollar als Weltleitwährung haben, obwohl wir von einer sogenannten Globalisierung sprechen. Aus meiner Sicht ist die Dollarhegemonie die Durchsetzung eines nationalen Interesses auf globaler Ebene. Das hat mit einer Globalisierung so schön, so egalitär, so Freiheiten hat so gar nichts damit zu tun. Das ist noch ein Reminiszenz, nicht eine Remanenz, ein Überbleibsel
aus einer hegemonialen Konstellation, man könnte auch sagen aus einer kolonialen Konstellation. Ja, das war so ein bisschen jetzt ein inhaltlicher Themenbogen. Und jetzt würde ich gerne, es ist natürlich völlig unmöglich hier in mir verbleibend noch 5 Minuten ungefähr oder vielleicht 10 Minuten nehme ich mir noch. Ich erlaube mir noch 10 Minuten. Halten Sie das noch aus? Ja, durch einige Aspekte herauszugreifen des Inhaltes, um mir auch einfach Schwerpunkte bewusst zu legen und damit Sie auch ein bisschen sehen, womit habe ich mich hier ein bisschen stärker befasst. Erster Schwerpunkt, ich setze all diesen 12 inhaltlichen Kapiteln mit Alternativdiskussion schon ein Paradigma auch vor, nämlich nach welchem Paradigma das Geld funktionaler geordnet werden könnte als heute. Und das derzeit gültige Paradigma ist, denke ich, das Paradigma der freien Finanzmärkte. Man kann mit Geld mehr oder weniger alles machen, was möglich ist. Stimmt natürlich so pauschal nicht. Es gibt ganz viele Regulierungen und die Banken klagen, dass der Finanzsektor der am stärksten und am strengsten regulierte Sektor sei. Und trotzdem, denke ich, gibt es da viel zu viele Freiheiten, während hingegen andere Bereiche vielleicht sogar überreguliert sind. Also mir geht es nicht um das Maß der Regulierung, sondern um die Prioritätensetzung bei der Regulierung. Und diesem Paradigma der freien Finanzmärkte setze ich ganz bewusst das Paradigma von Geld als öffentlichem Gut entgegen. Also Geld ist eine so fundamentale Basisinfrastruktur der Wirtschaft, dass wir es nicht zu einem einfach zu einem freien privaten Gut erklären sollten, weil dann das Gegenteil von der Absicht, nämlich von der Freiheit dabei herauskommt. Es kommt die maximale Freiheit oder eben, was heißt Freiheit, für wenige dabei heraus, aber für viele kommen sehr viele negative Kollateralschäden oder überhaupt furchtbare Zwänge dabei heraus. Und deshalb eben die Grundidee von Geld als öffentlichem Gut. Was heißt das? Da gibt es eine Lehrbuchdefinition für ein öffentliches Gut, die möchte ich jetzt nicht dozieren und auf die steht im Buch, aber auf die beziehe ich mich nicht, sondern ich verstehe unter Geld als öffentlichem Gut 4 Dinge. Das erste Kriterium habe ich bereits benannt. Die Spielregeln für die Geldordnung sollen auf so demokratisch wie möglich zustande kommen. Ganz einfache Eigenschaft von Geld als öffentlichem Gut. Zweite Eigenschaft, der Staat gibt das Geld aus. Nicht ganz so wie heute, weil heute gibt der Staat nur das Bargeld aus, aber nicht das Buchgeld. Das Buchgeld kommt zum Teil von der Zentralbank, zum Großteil kommt es von den privaten Geschäftsbanken. Das wissen mittlerweile immer mehr Menschen, aber viele wissen es noch immer nicht. Und hier noch eine ganz kurze Vorabbemerkung zu diesem Thema. In der Geschichte der Geldentwicklung und auch der Bankenentstehung waren da zuerst die Goldschmiede, Sie wissen, und dann kamen die Banken. Und die Banken haben dann auch eigene Banknoten irgendwann in Umlauf gebracht. Und irgendwann gab es so viele Privatbanken, aber keine Zentralbank. Und dann hat irgendwann die Zentralbank, die waren am Anfang noch privat, die Zentralbanken, die wurden dann schön langsam öffentlich und haben begonnen, Zentralbanknoten auszugeben. Und irgendwann haben die meisten Zentralbanken den privaten Banken das Drucken privater Banknoten verboten. In einigen Ländern ist das noch immer nicht ganz abgeschlossen, zum Beispiel im Vereinigten Königreich. Da gibt es noch immer die Erlaubnis für private Banken, auch private Banknoten zu drucken. Aber in den meisten europäischen Kernländern sind zwar die Zentralbanken noch nicht alle im öffentlichen Eigentum. Das ist ja auch in Österreich erst vor sehr wenigen Jahren abgeschlossen worden. Bis vor kurzem waren noch knapp 50% der Zentralbank im Privateigentum in Österreich. Das haben auch die wenigsten Menschen gewusst. In Italien ist es noch bei 100% des Eigentums der Zentralbank der Fall, dass sie privat ist. Auch in Japan ein ähnlich hoher, in der Schweiz ist es ein kleiner Anteil, aber die Europäische Zentralbank steht, naja, das ist auch nicht so klar, die steht im Eigentum der Zentralbanken der Mitgliedstaaten und wenn die öffentlich sind, dann ist sie öffentlich, aber wenn die privat sind, wie in Italien, naja, dann kommen halt Prozentsätze dabei heraus. Aber ich will mich ja nicht zu lange aufhalten, sondern es gibt eine ganz klare Tendenz der Schaffung von Zentralbanken durch private Banken, die im Laufe der Zeit verstaatlicht wurden und das halte ich für eine sinnvolle Einrichtung. Auch die Banknoten, das Bargeld, wurde im Laufe der Zeit
immer öffentlicher und ein Monopol. Den meisten Staaten ist es den privaten Geschäftsbanken verboten worden, nachdem es anfangs nicht so war, private Banknoten auszugeben. Und der dritte und letzte Schritt, der noch fehlt, ist das Buchgeld. Das Buchgeld wird geteilt von den Zentralbanken und den privaten Geschäftsbanken geschaffen. Und ich unterstütze eine relativ junge, in dieser Diktion jüngere Forderung nach Vollgeld, nach einer Reform in Richtung zu Vollgeld, dass man verschiedentlich charakterisieren könnte, aber das wichtigste Erkennungsmerkmal ist, dass sämtliches in Umlauf befindliche Buchgeld, das auch zwischen den Geschäftsbanken kursiert, von der staatlichen Zentralbank ausgegeben wird, dass es auch verstaatlicht wird. Und auch das hier in einem sogenannten Ausschleusungsvorgang. Also es gibt noch eine große Menge von privat geschaffenem Buchgeld oder Giralgeld oder Interbankengeld, das man aber in einem mehrjährigen Übergangszeitraum ausschleusen kann, sodass dann am Ende das gesamte Buchgeld, was im Umlauf ist, von der Zentralbank geschöpft worden ist. Das kann man auch im Nachhinein eben durch die Vollgeldreform so organisieren. Der dritte Aspekt von Geld als öffentlichem Gut wäre, dass das Geld vom Staat ausgegeben wird und in öffentlichem Eigentum bleibt. Das ist klingt vielleicht auch ein bisschen spitzfindig, weil es nichts daran ändert, dass wir alle Geld beim Bankomat abheben können, dass wir auch zu Hause Bargeld haben können, dass wir auf unserem Geldkonto Millionen Euro haben können, das ist ja schon das Nächste. Derzeit sind die ja gar nicht in unserem Besitz, sondern im Besitz der Bank, wenn wir das auf dem Geldkonto haben. Und deshalb ist im Falle der Insolvenz der Bank das Geld auch weg. Wenn es in unserem Besitz wäre, dann wäre das Geld im Falle der Insolvenz der Bank nicht weg. Und genau das würde mit der Vollgeldreform auch kommen. Da würden die Geldkonten würden aus der Bankbilanz ausgelagert und blieben im Besitz der Sparkunden und könnten, auch wenn die Bank insolvent wird, nicht verschwinden. Aber im Eigentum des Staates. Und das hat verschiedene Konsequenzen, wenn das Geld im Eigentum des Staates bleibt. Dann behält sich damit im Wesentlichen der Staat die symbolische Hoheit, den Umgang und die Regeln, mit denen wir das Geld benutzen, demokratisch zu regulieren. Das muss nicht zwingend so sein, weil es gibt ja auch im deutschen Grundgesetz schon jetzt den Passus Eigentum verpflichtet. Und genau so könnte man schon mit der jetzigen Verfassung in Deutschland sagen, ja, du kannst schon Eigentümer und Eigentümerin des Geldes, des Bargeldes, des Buchgeldes werden, aber Kraft dieses Verfassungspassus schreibt das demokratische Gemeinwesen uns Regeln vor, nach denen wir das Geld, das in unserem Eigentum ist, verwenden können. Ich präferiere aus verschiedenen Gründen die andere Lösung, nämlich dass wir alle, die Ausgebenden von Geld, die Eigentümer und Eigentümerinnen des Mittels zweiter Ordnung Geld bleiben. Der Besitz kann aber privat sein und damit auch die Verwendungen. Aber hier gibt es eben etwas andere Regeln als heute. Und um ein Beispiel zu nennen, damit es ein bisschen konkreter wird, in der Geschichte hat es die Regel gegeben, du darfst das Geld auch nach Hause tragen, aber nicht in großer Menge. Das ist das ganz banale Hortungsverbot. Darauf zielt das Buch jetzt nicht ab, sondern mir schwebt etwas anderes vor. Mir schwebt vor, dass wir zum Beispiel die Inanspruchnahme des freien Kapitalverkehrs an Bedingungen knüpfen. Ich habe auch nichts gegen freien Kapitalverkehr, aber ich habe etwas gegen den freien Kapitalverkehr in ein Drittland, das bei der Steuereinhebung nicht kooperiert. Dass hier sozusagen die Bedingung gestellt wird, Geld als öffentliches Gut, das auch im Eigentum des Staates bleibt, bedeutet, dass du das Geld nur in solche Länder überweisen darfst, auf Geldkonten, die bei der Steuerpolitik und beim Steuervollzug vollständig kooperieren, damit es nicht zu Steuerflucht und nicht zu Steuerhinterziehung erst kommen kann. Weil der Kapitalverkehr erst dann freigemacht wird, wenn es eben vollständige Kooperation hier gibt. Ja, und der vierte Aspekt, viel mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, aber der vierte Aspekt, das Thema ist unerschöpflich und ich hoffe nicht nur für mich spannend, der vierte Aspekt bedeutet, dass der Staat in der besonderen Verantwortung bei der Regulierung des Banken-, Finanz- und auch Versicherungssektors bleibt. Und das wiederum heißt nicht, dass diese Branchen vom Staat selbst unternehmerisch gemanagt werden müssen, obwohl das lustigerweise in der österreichischen Bundesverfassung als Möglichkeit enthalten ist, dass der Staat das selbst erledigen kann. Aber das braucht es aus meiner Sicht gar nicht. Und ich bin gerade, was die Frage öffentlich oder privat betrifft, immer entspannter geworden, weil
es für beide Varianten frappierende Fehlschläge gibt, die aber nichts beweisen. Die weder beweisen, dass der Staat immer ein schlechter Unternehmer ist, noch beweisen sie, dass die Privaten in bestimmten Sektoren immer alles falsch machen. Nein, das ist hier nicht das entscheidende Kriterium, sondern das entscheidende Kriterium ist, wenn wir Geld als öffentliches Gut betrachten, dass wir die Banken zum Sektor der Daseinsvorsorge oder eben der öffentlichen Infrastruktur zählen und dass wir deshalb vorgeben, dass Banken dem Gemeinwohl dienen müssen. Ganz unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder private Banken handelt. Ganz gleich können Bildungseinrichtungen können auch privat oder öffentlich sein, aber ich halte es für sinnvoll, dass private Bildungseinrichtungen nicht an der Börse notieren dürfen und dass sie auch nicht auf Gewinnorientierung in solchen Rechtsformen angelegt sein dürfen. Da sehe ich überhaupt keinen Unterschied, warum das bei Banken anders sein soll. Umgekehrt, ich sehe tausend Gründe, dass Banken, wenn sie von Gemeinwohlorientierung, wie das bei den Genossenschaftsbanken die Gründungswerte waren und Ziele waren und bei den Sparkassen noch in der Mehrheit der deutschen Gesetze steht, dass die Sparkassen per Gesetz dem Gemeinwohl dienen, also das ist sogar die DNA der allermeisten Bankentypen, und deshalb sehe ich da eigentlich auch gar keinen revolutionären Sprung, das zu generalisieren in dieser Bedeutung, dass Geld ein öffentliches Gut ist. Demokratische Spielregeln, der Staat gibt das Geld aus, der Staat bleibt auch Eigentümer des gesamten Geldes und der Staat reguliert den Banken- und Kreditsektor auf eine besondere Weise. Punkt 2 von 12. Keine Angst. 10 Minuten. Noch 10 Minuten? Nein, das gibt's ja noch 2 Minuten. Was greife ich denn heraus? Ich glaube, ich mache noch einen ganz kurzen, hoffentlich Tour de Buffet, gibt es glaube ich nicht, aber es wäre eine Verkürzung der Abfolge des gesamten Abends, obwohl gar kein Buffet zum Punkt steht. Aber im Sinne des Buffets, des geistigen Angebots, das in diesem Buch enthalten ist. Zur Zentralbank. Die Zentralbank kann man zum einen demokratischer gestalten als heute. Und vielleicht das didaktischste Beispiel ist, das mittlerweile doch relativ breit bekannt ist, dass die Europäische Zentralbank einen ganz anderen Auftrag hat und auch verfolgt als die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten. Nämlich die Europäische Zentralbank ist die Stabilitätsfetischistin und achtet extrem vorrangig, nicht ausschließlich, aber extrem vorrangig auf die Geldwertstabilität. Und die Federal Reserve, die hat einen die ist ein bunter Hund, wenn man eine Bank überhaupt so berechnet, was die Zielvorgabe betrifft. Und verkürzt wird es dargestellt, sie muss Wirtschaftswachstum mindestens genauso als Mittel für Vollbeschäftigung genauso im Auge behalten wie Geldwertstabilität. Das ist ein komplett anderer Auftrag. Und es gibt auch viele andere denkbare Aufträge. Und deshalb gleich die nächste Frage, wer gibt denn der Zentralbank den Auftrag? Wer hat der Europäischen Zentralbank diesen Auftrag gegeben? Der Europäische Rat, ja. Wir. Die Kommission. Also das hat Geschichte und das kann man auch nachverfolgen, aber in der jetzt gültigen Form ist das Statut der Europäischen Zentralbank Teil der Lissabonner Verträge. Und die haben wir ja alle abgestimmt, oder? Genau. Sie kennen die leidige Geschichte des Lissabonner Vertrages, da war zuerst der Verfassungsvertrag, dann gingen einige Volksabstimmungen negativ aus, dann wurde daraus der Lissabon-Vertrag und der Lissabon-Vertrag wurde erst gar nicht mehr den demokratischen Souveränen zur Abstimmung vorgelegt, weil die hätten ja Nein gesagt. Das heißt, es gibt eigentlich derzeit einen eminent undemokratischen Auftrag für die Zielvorgabe der Europäischen Zentralbank, dass sie so vorrangig einseitig die Geldwertstabilität verfolgt. Und um es kurz zu machen, in den demokratischen Geldkonventen, gleich ein ganz praktisches Beispiel, soll die Zentralbank ausschließlich die Geldwertstabilität als Ziel verfolgen oder eben vorrangig, soll sie in einem ausgewogenen Balance Geldwertstabilität und Vollbeschäftigung verfolgen, US-Modell, oder soll sie, Modell Nummer 3, das schlage ich dann eben vor, neben der Geldwertstabilität und der Vollbeschäftigung auch zur Staatsfinanzierung beitragen. Und das soll A, soll das der Souverän frei entscheiden, natürlich wird das beschrieben, und wenn man ein ganzes Jahr lang sich mit 12 Fragestellungen befasst, dann behaupte ich, können das die Menschen mindestens so intelligent entscheiden wie die Regierungen. Das heißt, sie sind für die Schuldenmonetisierung. Die Frage, glaube ich, für die Schuldenmonetisierung, die nehme ich auch gerne auf, weil
Das wollte ich gerade erklären, was ich mit dieser dritten Aufgabe der Zentralbank, mit dieser dritten Zielvorgabe, den mache ich ganz schnell, ich hoffe es geht schnell. Wir haben zwei Möglichkeiten, die Staatsschuldenquote in der Eurozone von derzeit 100% der Wirtschaftsleistung zu halbieren auf 50% der Wirtschaftsleistung. Ja, es wird wieder krachen, das prophezei ich, das sage ich voraus, sagen viele andere auch voraus. Die Staatsschuldenkrise ist noch überhaupt nicht gelöst. Jetzt geht es gerade ein bisschen zurück, aber wir sind schon bei fast 100% Staatsschuldenquote im Durchschnitt der Eurozone. Es gibt zwei Möglichkeiten, das auf 50% zu reduzieren. Eine Möglichkeit ist, 10% der privaten Vermögen zu besteuern von 10% der Bevölkerung, weil 90% der Bevölkerung haben kein nennenswertes, relevantes Vermögen. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, die Vollgeldreform. Das ist vielleicht einer der Leckerbissen, für die Sie sich Zeit nehmen, für die ich Sie einlade, sich Zeit zu nehmen, weil das kann man auf Anhieb nicht so schnell verstehen, wie durch die Vollgeldreform, durch die Umstellung, doch man kann es auf Anhieb verstehen, weil dieses ganze Geld, was von den privaten Banken geschöpft wurde in den letzten Jahrzehnten, das wird durch die Bilanzumstellung der Vollgeldreform ex post, also im Nachhinein, der Zentralbank als von ihr geschöpftes Geld unterstellt und deshalb in die Zentralbankbilanz aufgenommen, aus den Bilanzen der Geschäftsbanken hinauf in die Bilanz der Zentralbank, und diesem geschöpften Geld, dem muss auf der Aktivseite der Zentralbankbilanz etwas gegenüberstehen, und das könnte eben ein nicht zu tilgender Kredit an unseren lieben Staat sein, im Ausmaß der Summe des gesamten Privatbankengeldes, und das ist ungefähr 80% der Staatsschulden Deutschlands und Österreichs. Das heißt, man könnte mit der Vollgeldreform ohne Kollateralschäden, das werden Sie mir nicht glauben, aber das kann man ja vielleicht auch dann betrachten, kann man 80% der Staatsschulden reduzieren. Es gäbe jede Maßnahme an Kollateralschäden, genau, aber nicht aus der Sicht des Gemeinwohls. Und das wäre sozusagen der erste Schritt. Und diese 50% würde ich dann von der Zentralbank als zinsfreie Kredite vergeben an den Staat. Und diese 50% müssten natürlich eine Obergrenze sein. Weil wenn es mehr wäre, dann würden die Regierungen hemmungslos Schulden aufnehmen und das würde zu Inflation führen. Ein Maximum von 50% ist die Hälfte dessen, was wir jetzt Schulden haben. Also es kommt garantiert dadurch nicht zu Inflation. Aber der Vorteil ist, wir würden keine Zinsen mehr auf die Staatsschulden zahlen. Und wir zahlen in Österreich bald einmal 10 Milliarden Euro an Zinsen für die Staatsschulden, für die Gläubiger des Staates. Und das ist bereits ein real existierendes, bedingungsloses Grundeinkommen für die Gläubiger des Staates. Also für ausgerechnet die es am wenigsten brauchen, weil der Tag, an dem die österreichische Staatsanleihe ausfällt, der mag zwar in Reichweite sein, aber nächstes Jahr wird es nicht so weit sein und übernächstes Jahr wird es auch nicht so weit sein. Das heißt, derzeit betrachte ich das wirklich als bedingungsloses, nämlich risikoloses und leistungsloses Grundeinkommen für ausgerechnet die es am wenigsten nötig haben. Und in diesem wirklich verfassungsmäßig begrenzten Ausmaß würde ich die Zentralbank auch heranziehen zur Finanzierung der Staatsschulden. Zur direkten Finanzierung der Staatsschulden. Und dieser Dreiervorschlag, Europäische Zentralbankmodell, Federal Reserve Modell oder eben dritte Alternative, die würde ich dem demokratischen Souverän im kommunalen Wirtschaftskonvent vorlegen, als drei Varianten, und der Souverän entscheidet. Wir wollen das, was wir jetzt haben, geht in Ordnung. Wir wollen das, was in den USA der Fall ist, geht in Ordnung. Wir wollen es versuchen mit dieser verfassungsmäßigen Obergrenze von 50% der Staatsschulden, ist auch eine genauso demokratisch zu entscheidende Möglichkeit. Punkt, gell? Punkt. Gut. Fragen Sie doch bitte. Danke für die Einleitung, dass ich einleitende Worte machen durfte. Bitte. Auf kommunaler Ebene den Wirtschaftskonvent hätte, dann wird es ja wahrscheinlich relativ schnell kommen, ja, das hat eh keinen Effekt. Und das interessiert mich nicht. Wie würde man jetzt da die Spannung hochhalten, ja, zu sagen, das macht einen Unterschied? Ich glaube, dass dieses Gegenargument unter Anführungsstrichen vorher kommt, um zu verhindern, dass es überhaupt zum Präzedenzfall,
dass es zur Premiere kommt. Ich glaube dann, dass die Premiere den umgekehrten Realeffekt haben wird, nämlich dass die ganze Welt hinschauen wird, so wie sie heute in den Kleinstadt Bhutan schaut. Der macht das Unmögliche, das Utopische, der stellt ein Bruttosozialglück. Was ist denn das für ein Schmarrn? Und das geht doch überhaupt nicht. Doch, die machen das. Und jetzt denken alle anderen auch über eine Alternative zum BIP nach. Ich glaube eher, dass der reale Effekt der Umgekehrte sein wird. Und intelligenterweise müssen wir aber natürlich den weiteren Prozess bis dahin skizzieren. Ist skizziert im Buch, was ist der nächste Schritt? Was ist der Weg von der nicht zuständigen Gemeindeebene? Trick, 50% der Fragestellungen beziehen sich auf die politische Kompetenz der Gemeinde, damit die auch sozusagen einen realen Direktnutzen davon haben. Und 50% der Fragestellung oder eine andere Gewichtung bezieht sich auf Politikbereiche, die in höherer Kompetenz liegen, nämlich des Nationalstaates, der Europäischen Union, ja, oder auch der multilateralen Verträge, die das europäische Recht derzeit brechen. Da gibt es ja auch schon einige. Genau, und so, wenn der Prozess ganz klar skizziert ist, wie das dann weitergehen könnte, dann denke ich, werden die Gegenargumente, die werden ins Leere gehen. Bitte. Drei ganz kurze Bemerkungen. Erstens, du hast gesagt, wie könnte eine echtere Demokratie aussehen? Da verweise ich auf das Schweizer Beispiel, was Mikrofon. Ein gelebtes... Geht es zu laut? Oder näher kommen. Näher kommen. Kommen Sie auch hierher, wir haben nur das eine, bitte, das ist nicht... Er hat gesagt, wie könnte eine echtere Demokratie aussehen? Da verweise ich auf das Schweizer Beispiel, wo schon eine gelebte direkte Demokratie stattfindet. Dann würde ich dich gerne fragen, warum du von dir als Citoyen sprichst. Das würde mich sehr interessieren. Und dann hätte ich noch eine Anmerkung, weil du, glaube ich, gesagt hast zum Schluss, dass mindestens 90% der Bevölkerung über kein nennenswertes Vermögen verfügen. Das bezweifle ich. Ich glaube, dass mindestens 50% der Bevölkerung über ein vergleichsweise sehr großes Vermögen verfügen. Dankeschön. Okay. Also das größte Vermögen ist das eigene Haus oder die eigene Privatwohnung oder auch der kleine Familienbetrieb oder auch das kleine landwirtschaftliche Betriebs- und Grundvermögen. Sehr viele Leute. Genau, und die würden nicht besteuert werden. Also diese Frage kann ich damit bereits beantworten. 95% aller Immobilien in Österreich haben einen Wert von weniger als 450.000 Euro. Und ich denke, wenn man die Vermögensteuer zum Beispiel bei 750.000 oder bei 1 Million beginnt, ja, dann sind wahrscheinlich sogar 99% aller im Privatbesitz befindlichen Immobilien, die ja nicht zum Zwecke der Eigentumsmaximierung dienen, sondern dem Grundbedürfnis Wohnen dienen, bleiben steuerfrei. Da habe ich einige Studien im Buch zitiert, die das erhärten, aber... Ja, ich kann nicht mehr tun, als die Studien, die es gibt, zu diesem Thema zu zitieren. Warum nenne ich mich Citoyen? Weil das ein Terminus technicus ist, dass sich jemand als Teil des demokratischen Gemeinwesens versteht, im Unterschied zum Bourgeois, zum Besitzbürger. Also ich verstehe mich als Mitglied dieses demokratischen Gemeinwesens nicht aufgrund meines Eigentums, mit dem andere vorgeschlagen haben, dass man damit bestimmte Rechte verbinden oder sogar Vorrechte verbinden könnte, und da gibt es einige, die das noch immer vorschlagen, sondern der Citoyen, dessen Legitimität leitet sich allein von seiner Menschenwürde ab. Und allein, weil ich Mensch bin und deshalb Würde habe, habe ich die gleichen demokratischen Mitgestaltungs- und Mitentscheidungsrechte wie andere. Platon hat das Zoon Politikon genannt. Ich verstehe mich auch als Zoon Politikon und nicht als Idiotes. Idiotes ist im Altgriechischen, der zwar sich beteiligen könnte, wir wissen, da waren nur ein Drittel der Bevölkerung wahlberechtigt, Frauen nicht und Sklaven nicht und Kinder, das wissen wir, aber selbst von denen, die ein Wahlrecht hatten, blieben dann einige zu Hause, weil ihnen das egal war, und die waren Idiotes, nicht weil sie dumm waren, sondern weil sie sich nicht beteiligt haben an der demokratischen Regelbildung. Und die dritte Frage müssen wir noch mit einem Stichwort nochmal hin. Ist der Bürger nicht gut genug? In der Schweiz, ja. Ist der Bürger nicht gut genug? Der Bürger als Staatssitoyen. Der Bürger ist unscharf, weil der Bürger, damit kann man sowohl den Besitzbürger meinen, als auch den Staatsbürger, und ich ziehe deshalb den Staatsbürger vor. Also ich verwende Staatsbürger genauso oft wie Citoyen oder Zoo und Politikon, und ich vermeide den Besitzbürger, den Bourgeois und den Idiotes. Die Schweiz, soll ich auch noch was dazu sagen? Die Schweiz greife ich gerne auf als Hölzchen, weil die Schweiz, die hat eine direkte Demokratie, aber mit großen Schwächen. Erstens sind in der Schweiz auch
auch Themen abstimmbar, die aus meiner Sicht tabu sein müssten, nämlich Grund- und Menschenrechte, Minderheitenrechte und die Demokratie selbst. Selbst wenn jetzt in der Schweiz eine Initiative starten würde, wir wollen den Herrn Blocher als Diktator einsetzen oder wen auch immer, dann würde der Verfassungsgerichtshof sagen, nur schauen, ja, wenn ihr ausreichend viele Unterschriften habt, ist das zulässig, diese Volksinitiative. Und das dürfte natürlich in einer zeitgemäßen direkten Demokratie nicht sein, in Österreich oder in Deutschland. Es sind ja auch VertreterInnen des Vereins Mehr Demokratie hier anwesend. Die können dann gerne auch da noch nähere Auskünfte erteilen. Ich bin ein Unterstützer des Vereins Mehr Demokratie in Deutschland und in Österreich. Und ich begründe das auch theoretisch, warum drei Dinge nicht gemacht werden dürfen im direktdemokratischen Verfahren. Übrigens genauso wenig im indirektdemokratischen Verfahren. Also ich bin genauso daran interessiert, dass es dem Parlament verboten ist, wie es dem Souverän verboten ist, Grundrechte einzuschränken, Minderheitenrechte zu verletzen oder die Demokratie selbst durch eine weniger demokratische Staatsform zu ersetzen. Das kann man, und das würde in den Spielregeln der direkten Demokratie in der Verfassung festgeschrieben. Das Volk darf alles entscheiden, nur nicht diese drei Dinge, weil da würde bei der Einreichung der Initiative der Verfassungsgerichtshof sagen, ich schütze die Verfassung und diese Verfassungsänderung oder eben diese Volksinitiative ist nicht zulässig. Und das würde abgestimmt werden bei der Einführung der direkten Demokratie. Und wie ist das theoretisch zu begründen? Theoretisch ist es so zu begründen, dass die Demokratie aus meiner Sicht kein Selbstzweck ist, sondern die Demokratie ist eine Folge der Menschenwürde. Wie ist das zu verstehen? Menschenwürde bedeutet, dass heute auf der Wirtschaftsuniversität eine halbe Stunde lang über die Menschenwürde, über die Grundrechte, die gleichen Freiheiten aller und die darunter sich befindlichen Wirtschaftsfreiheiten. Eine halbe Stunde, weil das erste Mal ist auf der Wirtschaftsuniversität, dass im dritten Studienjahr die Studierenden den Begriff Menschenwürde überhaupt nur hören im Studium. Und dann, weil wir alle gleich, Menschenwürde bedeutet, dass wir alle von gleichem Wert sind, gleich wertvoll, nur aufgrund unseres Menschseins. Egal wie klug, egal wie schön, egal wie gesund, egal wie vermögend unsere Eltern. Gleicher Wert, gleiche Rechte, gleiche Freiheiten, gleiche Chancen. Das gleiche Wahl-, Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrecht ist eine Folge dieses gleichen Werts, eine Folge der Menschenwürde. Und deshalb kann man mit einem Folgeinstrument der Menschenwürde die Menschenwürde nicht aushebeln. Das ist die theoretische Begründung, der muss man nicht folgen, aber es ist begründbar, dass der Souverän seine eigene Würde nicht abschaffen darf. Es wird befürchtet, dass das Volk einen Diktator einsetzen könnte. Das Beispiel, das mir bekannt ist, ist, dass der Reichstag sich selbst entmachtet hat. Das war die Entscheidung der indirekten Demokratie und nicht der direkten Demokratie. Aber trotzdem ist die Angst, dass die indirekte Demokratie die Grundrechte gefährden, die Todesstrafe, wie die Folter wieder einführen, und nicht das Parlament, erstaunlicherweise viel größer. Und das, denke ich, ist der Propagandaerfolg. Propaganda ist gegen indirekte Demokratie, weil direkte Demokratie ist die Entmachtung, die rechtmäßige Teilentmachtung unserer Vertretung durch uns selbst. Und davor hat unsere Vertretung, die ganze Macht behalten möchte, die größte Angst und muss eine extrem heftige Propaganda und Gehirnwäsche einführen, dass wir Angst haben vor unserer eigenen Ermächtigung. Aber die Ermächtigung der Bevölkerung heißt eben beim Schutz der Grundrechte, beim Schutz von Minderheiten, beim Schutz der Demokratie, dass wir endlich selbst die Geldordnung entscheiden dürfen und selbst die systemrelevanten Banken zerschlagen dürfen und selbst den Kapitalverkehr in Steueroasen regulieren dürfen und alle anderen Entscheidungen, die die Würde des Menschen nicht antasten, auch treffen dürfen. In der Schweiz ist das deshalb nicht, weil in der Schweiz die direkte Demokratie aufgrund historischer Umstände sehr viel älter ist als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention. 1848 kam die direkte Demokratie in die Verfassung der Schweiz und 1974 kam die Europäische Menschenrechtskonvention und da wurde nicht geklärt, was passiert, wenn eine Volksinitiative gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Diese Klärung wurde unterlassen und jetzt steht die Schweiz heute vor dem Konflikt, dass ich hoffe, dass die Klagen noch kommen, dass sie entweder aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten muss, wenn sie eben betreffende Entscheidungen trifft, oder dass sie das Recht auf direkte Demokratie mit diesen drei Einschränkungen versehen muss, nämlich das Grundrecht, dass zum Beispiel Minderheitenrechte, Grundrechte und die Demokratie selbst nicht zur Diskussion stehen. Sie wollen dazu was sagen? Also, erstens fangen Sie jetzt sehr an zu produzieren. Zweitens ist die Demokratie eine Geschichte, die wir sicher an diesem Abend abfangen können.
Aber die Empfehlung nehme ich gerne an. Das ist ein Fantasy-Buch, aber das hat sehr viel mit auf die Macht. Okay. Ansonsten, ja, ich nein. Gerne. Ja, also diese Exkurse, die ich denke, das ist einfach, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Das ist nicht in einer halben Stunde anfangen. Da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Und ich bitte einfach die Anwesenden durch Buhrufe, Sesselrutschen oder lautes Räuspern mich zu stoppen, wenn ich jetzt dozieren geschlittern sollte. Ja, aber wenn Sie vorne dozieren und so, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das ist Ansichtssache. Demokratie wäre, dass wir... Danke. Ja. Gerne. Demokratie wäre, wenn man das natürlich abstimmt. Und dazu wollte ich eben auch noch was sagen in der Schweiz. Und Sie bitte durch Räuspern, Sesselrutschen und Buhn oder mir das Mikrofon aus der Hand nehmen, merke ich dann, wenn es zu viel wird. Aber gerade das finde ich so entscheidend, weil in der Schweiz ja vor kurzem so ein entscheidender Eingriff in die, hier in diesem Fall in die Einkommensordnung versucht wurde, durch die Begrenzung der Ungleichheit auf den Faktor 12. Und durch den Umstand, dass die direkte Demokratie in der Schweiz derzeit so ausgestaltet ist, dass man da nur Ja oder Nein sagen kann, kam es zur Ablehnung des Faktors 12, obwohl in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit dafür gestimmt hat. Es waren halt nur einige Gebiete. Und damit ist in der Schweiz der Zustand wie vor der Abstimmung. Faktor 900. Und das ist aus meiner Sicht eine Methodenarmut. Und im demokratischen Wirtschaftskonvent würden wir etwas machen, auch im demokratischen Geldkonvent, was wir bisher mit 50.000 Menschen von Skandinavien bis Patagonien mit großem Erfolg erprobt haben. Und das ist, dass der Souverän zunächst mehrere Vorschläge machen darf. Faktor 12, Faktor 10, Faktor 20, Faktor 50, Faktor 7, Faktor 5. Und dann wird abgestimmt. Aber es werden alle Vorschläge abgestimmt. Und wir haben hier die Methode des systemischen Konsensierens entdeckt, von der wir sehr begeistert sind, nicht nur wir. Wurde in Graz von zwei Mathematikern entwickelt. Und hier wird der Widerstand gemessen gegen jeden einzelnen der Vorschläge. Und es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand in der Bevölkerung auslöst. Das heißt, es gewinnt die Regel, die den geringsten Summenschmerz in der Bevölkerung verursacht. Jede Regel tut weh. Jedes Gesetz beschneidet die Freiheit. Allerdings von unterschiedlich vielen Menschen in unterschiedlich schmerzhaftem Ausmaß. Und die Kunst der Demokratie von morgen besteht darin, die Regel zu finden, die die Freiheit von so wenigen Menschen so gering wie möglich beschneidet oder eben den geringstmöglichen Schmerz auslöst. Und wir machen das bei den Abstimmungen und meistens kommt so eine Abstimmungskurve heraus und das bedeutet, dass der Widerstand, der Schmerz gegen vollkommene Gleichheit oder ganz geringe Ungleichheit ist sehr hoch und dann nimmt er sehr schnell ab in der Regel und meistens gewinnt der Faktor 10. Manchmal der höchste je gemessene Siegerfaktor war der Faktor 30 in einer Privatschule für Knaben und der geringste je gemessene Siegerfaktor war der Faktor 3 in Spanien sehr oft, aber auch in österreichischen Alpentieren ab 1500 Meter. Also in Galtür kann ich mir das auch gut vorstellen, dass sie den Faktor 3 entscheiden, weil wenn die Lawine kommt, müssen sie alle zusammen. Genau. Und je höher der Faktor hinaufgeht, desto höher steigt dann auch der Widerstand. Extrem starker Anstieg ist ab dem Faktor 20. Meistens schon zwischen 10 und 20 geht schon ganz steil in die Höhe und nähert sich schon 100% an beim Faktor 100 oder darüber. Und derzeit haben wir in Österreich den Faktor 1000 zwischen den geringsten Einkommen und den höchsten Einkommen. Und wenn in der Schweiz, letzter Satz, nicht nur ein Vorschlag von den Jusos auch noch, damit war es ja schon wieder eine parteipolitische Diskussion, sondern wenn da eine ganze Reihe von Vorschlägen abgestimmt werden hätte können, der Begründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab hatte kurz davor den Faktor 20 vorgeschlagen. Wenn der auch vorgeschlagen hätte und die Jusos und noch wer Dritter und noch wer Vierter, dann bin ich sehr, sehr sicher, dass nicht der Faktor 900 gewonnen hätte. Aber ich glaube, auf dem Gebiet ist sehr, sehr viel getan worden. Wenn man denkt an Friedrich Glasl mit seinen Eskalationsstufen, der hat ja auch geschildert, wie man in 4 Stufen einfach zu einer Entscheidung kommt, die einhellig ist bei ganz vielen Menschen. Es haben sich jetzt 4 Leute mit Handzeichen zu Wort gemeldet. Das war's. Gut. Also Friedrich Glasl hat auch viele Vorschläge gemacht. Ja. Wie man sowas will. Ich habe das 20 Jahre mitgemacht und das geht sehr gut. Und ich schätze den Fritz Glasl auch. Der unterstützt die Bank für Gemeinwohl zum Beispiel. Ja. So, jetzt würde ich gerne ein paar Handmeldungen dran nehmen. Die Schwierigkeit ist, wenn Sie laut sprechen können, sprechen Sie einfach laut bitte.
Ja, zwei Bemerkungen. Das eine ist, Sie hatten gesagt, das Problem, dass das Einlagen, die Summe der Einlagen bei den Banken, den Banken gehört und im Zweifelsfall das und im Zweifelsfall oder im Katastrophenfall das Vermögen oder das Eigentum oder der Besitzer, bin mir nicht sicher, der Einlegenden, also der Bankkunden, weg ist. Das könnte man ja, ohne dass das jetzt eine allgemeine Kritik an Ihren Ausführungen ist, könnte man ja gerade heutzutage eigentlich einfach so umgehen, dass man die Bank nur noch als reines Geldbewegungsbezahlwerkzeug verwendet. Ich habe genau so viel am Konto, wie ich laufend für meine verschiedenen Zahlvorgänge brauche und akkumuliere kein Vermögen bei der Bank, mit dem kann sie dann noch nichts Böses antun und das machen und das Geld, was auf der Bank ist und im Zweifelsfall verloren ist, ist genau der Monatsumsatz, um es einmal nach heutigem System zu machen. Gerade in Zeiten, wo es de facto keine Zinserträge mehr gibt, ist das ja eigentlich ein naheliegendes Modell. Und der zweite Punkt ist, ich bin am Wochenende beim Josef Stiglitz über einen Satz gestolpert, würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gemeint, dass durch mehr oder weniger gesteuerte Vorgänge in der Welt, als Summe der Welt der Nationalwirtschaften, es heute so eingerichtet ist, dass dafür Sorge getragen wird, dass ein Wettbewerb besteht, in welchen Ländern sich bildlich gesprochen das Geld am wohlsten fühlt. Und eine Alternative wäre, dass ein Wettbewerb stattfindet, ausgelöst wie auch immer, dass in den Ländern sich die Arbeitskräfte am wohlsten fühlen und nicht das Geld. Was sagen Sie dazu? Ich würde gerne ein paar Fragen. Also ich würde trotzdem, auch um meinen Dozieren zu verlieren, anteilsmäßig, ein paar Fragen zusammentun. Vielleicht kann ich sie gemeinsam beantworten. Hintmann, glaube ich, oder? Nee. Dann doch, Alter. Herr Felder, ich fand alles sehr, sehr interessant und hoffe, dass sich das irgendwie umsetzt, habe aber doch irgendwo meine Zweifel, wenn ich so an einen typischen Österreicher denke, der sich, und ich schließe mich da mit ein, der sich durchaus interessiert, aber dann die Initiative doch auch nicht so ergreift, weil aus Zeitgründen oder sonstigen Gründen kann ich mir nicht ganz wirklich vorstellen, dass wir uns hier demokratisch irgendwo in einem Wirtshaus zusammensetzen und dann auf der Qualität diskutieren und diese Möglichkeiten hier aussondern und sortieren, um dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, wir sind dazu bequem und überlassen das also den Politikern, weshalb es halt so ist, wie es ist. Und schlussendlich geben wir uns damit ab und zufrieden. Leider. Aber, ja. Also wäre ich ein bisschen skeptisch, ich möchte kein Spielverderber sein. Dein Stichwort Variantenreichtum. Meine Frage dazu, weil ich das Buch noch nicht kenne, wird Bezug genommen darauf, auf die Monopolwirkung des Geldes in seiner spezifischen Art. Gibt es auch über andere Arten von Geld einen Aspekt darinnen und welche Bedeutung wird das bekommen? Okay, umso besser, dann kann ich wieder dozieren. Danke, nein, aber es sind so viele Fragen da, dass es dass schon ausreichend Antwortpotenzial da ist. In diesem Fall würde ich der Reihenfolge der Fragen folgen und dann, ja, das passt ganz gut. Also zum einen die Frage, ob man das Geld auf der Bank nicht begrenzen sollte, das angelegte Geld auf der Bank, damit die Banken das dann nicht in einem Übermaß als Kredit verleihen und dadurch die Spekulation befeuern, so habe ich die Frage verstanden. Diese Wirkung der Banken, dass sie die Geldmenge selbst vergrößern durch die Möglichkeit der Chiralgeldschöpfung der Banken, aber auch der Interbankengeldschöpfung durch die Banken und damit die Geldmenge vergrößern, die aber nicht dazu führt, dass die Unternehmen stärker investieren und mehr Arbeitsplätze schaffen. Also eine vergrößerte Geldmenge schlägt sich nicht nieder in einem Anstieg der realen Investitionen und damit der Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand, diese klassische Formel zu bedienen,
sondern das von den Banken geschöpfte Geld schlägt sich nieder in Finanzkrediten. Das ist das Hauptproblem. Dass nämlich das hochkonzentrierte Privatvermögen, vielleicht noch eine kleine Bemerkung zu dem Herrn von vorhin, 1% der Bevölkerung in Österreich hat derzeit ein privates Vermögen von 480 Milliarden Euro. Und damit Sie eine Vorstellung haben, ob das viel oder wenig ist, die gesamten Staatsschulden in Österreich, die manche als absolut unbezahlbar und überbordet betrachten, machen genau die Hälfte aus, nämlich 240 Milliarden Euro. Staatsschulden in Österreich 240 Milliarden Euro, Privatvermögen des reichsten Prozent 480 Milliarden Euro, gesamtes Privatvermögen in Österreich dreimal so viel, nämlich 1,3 Billionen Euro oder 1300 Milliarden Euro. Und allein anhand dieser Konzentration kann man sehen, dass es völlig ausreichen würde, 10% der Bevölkerung, also dieses 1% und weitere 9% zu besteuern. Die müssten zur Halbierung der Staatsschuld zwischen 10% und 15% ihres Vermögens in Form von Steuern abgeben. Und das wäre auch immer noch ein Bruchteil dessen, was sie derzeit in das Finanzcasino leiten. Also derzeit gehen, das ist ihre Aussage, gehen diese völlig überflüssigen Milliarden, die bei den Banken liegen, die gehen in das Finanzcasino und werden auch dann aber noch zusätzlich aufgehebelt mit Finanzkrediten. Weil ja die Vermögendsten, die ihr Geld ja in den wenigsten Fällen selbst investieren, unter Anführungsstrichen, oder damit spekulieren, die übergeben ja das dem Fonds, dem Hedgefonds oder dem Family Office und die veranlagen das dann auf den Finanzmärkten und je nach Risikoneigung des Kunden und des Auftraggebers wird es dann auch noch mit Finanzkrediten aufgehebelt. Aus meiner Sicht würde das Vollgeld hier von der Angebotsseite das Geld verknappen, indem jedes Geld, das als Kredit vergeben wird, originär von der Zentralbank einmal geschöpft werden musste. Und die Zentralbank würde im Vollgeld dieses Geld nicht schöpfen, indem es den Geschäftsbanken einen Kredit gibt. Damit kommt es als Schuld und auch als verzinste Schuld in Umlauf, sondern das zusätzliche Maß an Geldmenge, auch an Buchgeldmenge, würde in das Staatsbudget fließen und damit die Steuerlast verringern oder die Staatsschulden verringern oder die Möglichkeit zur Ausweitung der Staatsausgaben geben. Und als Staatsausgaben kommen sie dann als Zentralbankgeld über die, die bei der Bank eine Einlage tätigen, in die Bank und können dann dort wieder als Kredit vergeben werden. Kleiner Ausflug, aber ich glaube, ein bisschen Ausflüge machen darf ich schon, wie das Vollgeld funktionieren würde. Und das ist eine Einschränkung von der Angebotsseite des Geldes her, dass die Bank nicht einfach aus der Luft Geld schöpfen kann und damit Finanzkredite bedienen kann. Aber aus meiner Sicht noch wichtiger, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Vollgeldreform und Kreditregulierung, würde ich mich für die Kreditregulierung entscheiden. Die finde ich wichtiger als die Vollgeldreform. Und das ist, glaube ich, wieder für alle verständlich. Frage Nummer 1, sollen Kredite vergeben werden dürfen nur für Realinvestitionen oder auch für Finanzinvestitionen? Ich denke, 90% der Bevölkerung würden sagen, nur für Realinvestitionen. Und Frage 2, sollen Altkredite für Realinvestitionen vergeben werden, deren finanzielle Bonität darstellbar ist? Oder sollen Realinvestitionen auch eine Gemeinwohlprüfung durchlaufen müssen, in der geprüft wird, ob sie auch einen ethischen Mehrwert schaffen? Ob sie einen ökologischen, einen sozialen, einen demokratischen, einen humanen Mehrwert schaffen? Oder das Humankapital, das Sozialkapital, das Kulturkapital und das ökologische Kapital sogar abbauen und damit diese Gemeingüter sogar enteignen. Das wäre dann im umfassenden Sinn nicht die Wertschaffung, sondern die Wertzerstörung. Und hier ist aus meiner Sicht der hellste Lichtpunkt des Buches, so im Einzelnen betrachtet, ist das, was heute schon in der Bayerischen Verfassung über das Kreditwesen steht. Da steht der einfache Satz, das Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Bedürfnisbefriedigung. Und wenn man das gemeinsam betrachtet, Werte und Bedürfnisse, die befriedigt werden, dann kann es sich Teil A der Analyse logischerweise um welche Werte nur handeln. Kann man Bedürfnisse mit Tauschwerten befriedigen oder kann man Bedürfnisse nur mit Nutzwerten befriedigen? Meiner Meinung nach, genau, würde ich auch sagen, Bedürfnisse kann man nur und ausschließlich mit Nutzwerten, also mit Essen, mit Kleidern, mit einem Dach kann man Bedürfnisse befriedigen, mit Tauschwerten, mit Geld kann ich kein einziges Bedürfnis befriedigen, so wie es in der Verfassung steht. Und Wertschaffung zweitens, ich finde, also aus meiner Sicht war das entscheidend, Wertschaffung zweitens heißt, dass nur solche Investitionen mit einem Kredit ermöglicht werden dürfen,
die die Summe aller Werte nicht verringert. Und das heißt nicht nur die, die Finanzwerte nicht verringert, sondern die eben auch ökologische, soziale, kulturelle, humane Werte nicht verringert. Und um das feststellen zu können, braucht es eine ethische Kreditprüfung neben der finanziellen Bonität. Da werden Sie als Chef dieser Kreditprüfung sitzen oder werden Sie da die Leute benennen, die das tun? Weil das ist die wichtigste, dann die wichtigste Position, die man in Österreich haben kann, als Leiter dieser Kreditbewilligung zu fungieren. Der Leiter der Kreditbewilligung. Also der Leiter der Kreditbewilligung ist tatsächlich die wichtigste Position, da stimme ich Ihnen zu. Aber die beste Besetzung dieser wichtigsten Position ist der salvokratische Souverän. Genau. Und das ist nämlich ein ganz, das ist, also jetzt sind wir wirklich beim Punkt, um den es mir da auch geht. Derzeit ist den Banken vom Gesetzgeber vorgegeben, auf welche Bedingungen, auf welche ethischen Bedingungen sie einen Kredit prüfen müssen. Nämlich die finanzielle Bonität. Bonus heißt gut auf Lateinisch. Die Bank ist verpflichtet und gezwungen vom Gesetzgeber zu prüfen, ob ein Kredit gut oder schlecht ist. Und wenn er schlecht ist, weil er den Kriterien nicht entspricht, nämlich den Basler Kreditvergabekriterien, dann darf die Bank den Kredit nicht so vergeben. Das heißt, sie ist gezwungen, heute schon diese Ethikprüfung durchzuführen, die sich aber versteckt hinter der finanziellen Rentabilität dieses Projekts. Das ist eine verkappte Ethikprüfung, die aber schon heute vorgegeben ist. Aber wer ist jetzt diese höchste Instanz, die das vorgegeben hat? Der Basler Bankenausschuss. Ja? Und das ist schon eine Möglichkeit, dass der Gesetzgeber hier einen Expertenrat anruft und dann das, was der Expertenrat empfiehlt, zum allgemein verbindlichen, zwingenden Gesetz macht. Das ist nicht vollkommen undemokratisch, aber demokratischer wäre es aus meiner Sicht, dass diese Kriterien nicht der Basler Bankenausschuss, nämlich insbesondere für die ethische Kreditprüfung, dass die nicht der Basler Bankenausschuss macht, sondern dass die wir alle machen. Und ich habe jetzt noch ein ganz anschauliches Beispiel, weil es ist ein bisschen eine abstrakte Diskussion. Ich würde gerne nur noch drei Sätze dazu sagen. Dazu, bitte. Weil dazu eine neue Fähigkeit gebraucht wird. Wie könnte eine der menschlichen Würde entsprechende Ausgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse beschaffen sein? Und dazu braucht man eben eine Fähigkeit. Und das ist die Fähigkeit, dass ich in den Umbrüchen, in allen Lebensbereichen, also weltweit, sehe das neue Verhältnis von Individualität und Gesellschaft. Und in dem Maße, wie ich das entdecke, in dem Maße beschreite ich eigentlich in meinem Bewusstsein eine höhere Stufe. Ich erkenne mich in meiner Würde, aber auch in meinen Pflichten. Und dann sehe ich, dass eine auf die rein äußerlich gegenständlich ausgerichtete Erkenntnisart, also das Quantifizieren, da nicht mehr ausreicht. Und dann kommt man eben in diese Bereiche, so ein Abolage oder wie die Banken gegründet sind, dass man wirklich anfängt zu denken. Und das ist interessant, aber das würde dann, ich habe jetzt schon 4, 5, 6 Sätze gesagt, da wird es interessant. Und das ist die Zukunft, die da hereinkommt. Dafür sage ich sehr gerne etwas dazu, weil das ohnehin das war, was ich fortsetzen wollte. Es braucht diese Herzensbildung. Und die gute Nachricht meiner Meinung nach ist, das Ausmaß an Herzensbildung, was es braucht, damit die Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Ethik geht, ist bereits da. Und ich mache jetzt dieses einfache Beispiel. In Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern, da gab es vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, gab es da diese, wie haben die geheißen, diese Volkskrisen. Ja, egal, diese Staatsvolksbetriebe. VEB, ja, VEB, genau. Eigene Betriebe, ja. Und da wurden natürlich riesengroße Einheiten mit 50.000 Schweinen hingestellt, ein Wahnsinn. Ja. Und jetzt werden in den neuen Bundesländern Schweinemastbetriebe für 100.000 Schweine gebaut. Aber nicht von den russischen Oligarchen, sondern von privaten holländischen Agrarkonzernen. Und die kriegen erstens direkte EU-Agrarförderungen, weil sie investieren, darum kriegen sie auch Investitionsprämien. Sie kriegen zweitens die Befreiung von der Importumsatzsteuer, also Steuerbesserstellungen, so wie es die Gemeinwohlökonomie vorschlägt. Und die Banken geben diesen riesigen Betrieben einen besonders günstigen Kredit heute oder einen besonders teuren Kredit. Das ist die ganze Perversion, heißt Verkehrung der Situation. Und wenn ich die Bevölkerung fragen würde, soll der Biobauer den günstigeren Kredit bekommen als der agroindustrielle Großbetrieb oder soll der agroindustrielle Großbetrieb den günstigeren Kredit bekommen als der Biobauer? Ich behaupte, ich bin zuversichtlich, dass heute bereits der demokratische Souverän entscheiden würde, dass der Biobauer den günstigeren Kredit bekommen sollte als der agroindustrielle Großbetrieb. Und deshalb fehlt es
immer gut, noch eine höhere Herzensbildung zu erlangen und diese Reifung weiterzugehen, aber sie ist jetzt schon im ausreichenden Maße da, was nicht da ist, dass der demokratische Souverän selbst entscheiden kann. Also Herzensbildung heißt eben auch die Distribution. Distribution müsste die Bank sein zwischen Verbraucher und dem anderen, dass sie sozusagen eine Mittlerfunktion hat und nicht eine genau, nicht eine Abgreiffunktion. Ja. Und Sie haben jetzt nämlich so eine Handbewegung gemacht. Kurze Werbeeinschaltung für das Projekt Bank für Gemeinwohl. Wir sind gerade dabei, die Trägergenossenschaft zu gründen. Und die wird drei Einheiten halten als Holding, nämlich einerseits die Bank als wirtschaftliche Einheit. Sie wird einen Bildungsverein, wo diese Inhalte eben auch vermittelt werden der Bevölkerung. Und sie wird eine politische Lobbyistin für das Gemeinwohl werden und hier sozusagen drei Aufgaben wahrnehmen. Der typische Ösi, der ist ja noch da? Ja, genau, hallo. Der Herr, der das gesagt hat. Und vielleicht sprechen Sie noch immer von der Mehrheit der Bevölkerung, das weiß ich nicht, aber es ist ja auch nicht nötig, dass gleich alle mitmachen, sondern so wie bei der bürgerlichen Revolution haben ja auch nicht gleich alle mitgemacht. Sondern da waren halt ein paar, oder bei der Frauenbewegung, da haben auch nicht alle gleich mitgemacht. Oder mit dem Mandela oder dem Gandhi oder dem Martin Luther King sind ja auch nicht immer gleich alle mitgegangen. Wie umsatzstark ist diese Gemeinschaft, wenn da mal 20 Leute sich treffen? Das ist jetzt Quantifizierung. Wenn die nicht politisch vernetzt sind und nicht in den großen Parteien oder auch in den kleinen Neos-Parteien oder sonst irgendwo dabei wären, wie können die sich artikulieren, sodass das dann irgendwo eine Wirkung erzielt? Also unser Vorschlag ist, in der Gemeinwohlökonomie, bei Attac Österreich, in Mehr Demokratie Österreich und den daraus entstehenden breiteren Bürgerrechtsbewegungen, ich glaube es braucht eine neue, sage ich Bürger ohne Staatsbürger, in Staatsbürgerrechtsbewegungen, das klingt ein bisschen komisch, die in den nächsten Jahren auch entstehen werden, weil ich denke, es werden die, die sich für regulierte Finanzmärkte einsetzen, die sich für Tierrechte einsetzen, die sich für alternative Gesundheitssysteme, für ein bedingungsloses Grundeinkommen und für viele andere Dinge, die heute immer mehrheitsfähiger werden, die werden alle draufkommen, dass sie alle nichts erreichen können, wenn wir nicht neue Formen der demokratischen Selbstbestimmung uns gemeinsam erstreiten. Darum glaube ich, dass diese Bewegungen konvergiert werden, zumindest in ihrem gemeinsamen Bestreben nach einer Vertiefung der Demokratie. Und es muss gar nicht im Widerspruch dazu stehen, dass heute aber ich will gar nicht über den typischen Ösi philosophieren, sondern wir sprechen die an, die heute bereit sind, den ersten Schritt zu tun. Und bei Attac haben wir 6.000 zahlende Mitglieder in den Jahren der Entstehung bis heute gefunden. In der Gemeinwohlökonomie werden wir in Österreich. In der Gemeinwohlökonomie machen heute 1.570 Unternehmen aus 33 Staaten mit. Und die Bank für Gemeinwohl hat derzeit auch 6.000 Followers über den Newsletter und über das Internet. Und Sie können für sich entscheiden, ob Sie ein Beitrag zur Lösung, also ein Teil der Lösung sein wollen, oder ob Sie ein Teil der typischen Ösis bleiben wollen. Ich denke, oder Teil des Problems bleiben wollen. Ich denke, das ist die wichtigste auch Form Entscheidung für jede einzelne Person, auch Form der Freiheit. Egal wie die anderen sind, ich für mich entscheide, ich möchte Teil der Lösung werden. Und das ist alles, was Sie tun können. Und was wurde noch gefragt? Der Standardwettbewerb. Den Standardwettbewerb. Also da darf ich jetzt noch ein bisschen, zunächst nochmal das Problem, das dargestellt wurde. Heute versuchen sich alle Standorte attraktiv und hübsch aufzuschminken für das Kapital. Das heißt, sie verbieten ein gutes Leben. Sie versuchen dem Kapital eine hohe Verzinsung zu bieten, versuchen dem Kapital eine niedrige Besteuerung zu bieten, sie bieten dem Staat, dem Kapital einen freien Fluchtweg in die nächste Steueroase und. Und so entsteht jetzt der Beauty Contest, über den Joseph Stiglitz auch spricht, den schon John Maynard Keynes als Begriff eingebracht hat, der Schönheitswettbewerb um den attraktivsten Standort, zum Schaden aller anderen Werte und Ziele. Und wir kommen in ein Lohndumping, in ein Sozialdumping, in ein Umweltdumping, in einen strukturellen Rückbau der Demokratie, weil die Demokratie muss ja zu einer marktkonformen Demokratie werden, wie wir gehört haben. Und wie könnte es genau umgekehrt sein? Wir definieren Eintrittsbedingungen des Kapitals, sei es als Privateigentum, sei es als privates Unternehmen. Erst dann glauben wir, dass eine Marktwirtschaft als wirklich freie Marktwirtschaft bezeichnet werden kann, wenn die Unternehmen eben auch danach gefragt werden, was trägst du denn zum Gemeinwohl bei, und diesen Beitrag in einer Gemeinwohlbilanz ausweisen müssen.
nämlich was sie für den sozialen Zusammenhalt, für die Einkommensgerechtigkeit, für die ökologische Nachhaltigkeit und für die Nicht-Untergrabung der Demokratie, sondern im Gegensatz für die Instandhaltung der Demokratie tun. Und dann würden wir den Markteintritt für die ethischen Unternehmen, die Werte, die wir abfragen, sind die 5 Verfassungswerte, die 5 häufigsten Verfassungswerte, und dann würden wir je nach Grad der Verfassungstreue, nämlich ethischer Verfassungstreue, oder anders gesagt, je nach Ergebnis der ethischen Performance eines Unternehmens, wird der Marktzugang erleichtert. Und je nach Grad der absinkenden Verfassungstreue oder eben der schlechteren ethischen Performance würden die Marktzutrittsbedingungen erschwert. Und so, und das kann die EU zum Beispiel ganz problemlos als Beginner's Zone, als Gemeinwohlzone machen. Und dann würden sich die Unternehmen automatisch aussieben und das Kapital würde automatisch ausgesiebt werden, nämlich würde tatsächlich seiner Gemeinwohlverwendung zugeführt werden, wo es, wie es heute schon im deutschen Grundgesetz steht. Vielleicht eine ganz kleine Information noch. Es ist dann gar nicht nötig, dass China die gleichen Marktregulierungen beschließt wie die EU, was die Menschenwürde und die Nachhaltigkeit und die soziale Sicherheit, die Steuertransparenz betrifft, sondern die EU könnte das im Alleingang machen und sagen, wenn Unternehmen in China hier alle Werte erfüllen, dann können sie frei in die EU importieren. Aber wenn die deutschen Unternehmen, weil die Mehrheit der chinesischen Exporte in die EU und die USA stammen ja nicht von chinesischen Unternehmen, sondern stammen von unseren eigenen Großkonzernen, die ganz bewusst deshalb auslagern, damit sie die Kosten senken können, aber eigentlich heißt es, die Kosten externalisieren können, das heißt auf Kosten anderer. Und wenn die das so machen, dann steigt die Zollhöhe so stark an mit dem sich verschlechternden Gemeinwohlplanungsergebnis, dass der Versuch, hier Kosten zu sparen und die Gewinne zu maximieren durch Auslagerung der Produktion zu einem betriebswirtschaftlichen Boomerang wird. Das wäre, und wenn sie es aber mit den allerbesten Intentionen machen und auch alle Werte erfüllen, dann genießen sie Freihandel. Und dann müsste gar nicht China diese Gesetze alle machen. Aber die Welt ist noch ein bisschen gemeiner, wie sie uns dargestellt wird manchmal. China hat vor 5 Jahren mittlerweile einen Mindestlohn eingeführt und das auch davor angekündigt. Und dagegen gab es heftigsten Widerstand. Aber nicht von den chinesischen Kapitalisten, sondern von europäischen und US-Konzernen, die in China investiert hatten, auch von der Europäischen Handelskammer. Die hat eine offizielle Protestnote gegen die chinesische Regierung eingelegt, mit der Drohung, ja, mit der erpresserischen Drohung, aber das ist eben ganz typisch für das, was Sie gesagt haben, wenn China einen Mindestlohn einführt, im 1. Januar 2008, dann werden wir unsere Investitionen in China überdenken und nach Vietnam oder Kambodscha abwandern, weil da gibt es noch keinen Mindestlohn. Ja. Und jetzt die Frage, derzeit machen unsere Regierungen in unserem Namen solche Handelsabkommen, die dieses Dumping ermöglichen und dem Kapital eben den roten Teppich weltweit ausrollen. Und in einer demokratisch mandatierten Wirtschaftspolitik mandatieren wir nicht nur die Zentralbank und geben wir der Zentralbank ihre Ziele vor, sondern wir geben selbstverständlich auch unserer Regierung bei den internationalen Verhandlungen ein ganz klares Zielmandat für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge wie Handelsabkommen, Investitionsabkommen oder eben was den Kapitalverkehr betrifft, vor. Und so können wir erst in einer vertieften Demokratie auch eine gerechtere Weltwirtschaft bekommen. Vielen Dank, Herr Felber. Ich denke, wenn noch Fragen offen sind, es gibt hinten noch ein kleines Buffet mit Brot und Wein und der Herr Felber ist wahrscheinlich gerne bereit, weitere Fragen noch zu beantworten. Und vieles wird sich, glaube ich, auch durch die Lektüre des Buches sicherlich beantworten lassen, obwohl ich glaube, dass das Raum für noch sehr, sehr viele und lange Diskussionen offen lässt, das gesamte Thema. Vielen Dank.